Im letzten Part haben wir erfahren, dass Zulf die komplette Bastion auseinandergenommen hat und das Monument kaputt gemacht hat. Und jetzt müssen wir Splitter suchen. Im Jawsensumpf. Dort ist ein Splitter geortet worden. Deswegen. After Zulf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawsen Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid. And I won't be able to guide you back. Sehr schöne Waffe. Well, I let him go. What else could I do? What could any of us do? Na, hier gibt's hier was Schönes. Anscheinend nicht. Zulf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. Keine Monster? Sehr merkwürdig. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Hier ist noch nichts zerstörbar. Scheint also nur so ein kleines Tutorial-Level für die Splitter zu sein. Naja. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. This place is intoxicating. Oh, berauschend. Nicht gut. Die unbekannte Wildnis erstreckte sich über den Großteil des Kontinents und war der Stadt. Punkt. Might be gone for good, for all I know. Wir sind wieder in der Prosperklippe. Gute Frage, wie wir hergekommen sind. Wherever he is. Somewhere I've never been. Somewhere I never want to go. Heiliger Müllsack. Ich glaube, die so zu besiegen bringt sich wirklich. Man möchte sich immer wieder. Okay, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als sie zu besiegen. Sirene. The dead welcome him with open arms. Ah. That kid pops him good. Kid can't fall, no matter how hard he tries. Das Ding hat ordentlich Rückstoß, da sollte man aufpassen. Aber wir sind ein Level abgestiegen. Also, Level up, aufgestiegen. No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. What do you say to a kid who's seen too much? Ah, den Spruch kenne ich noch woher. I'm Zulf of Eura. Pleased to make your acquaintance. Ah, irgendwie ist das now so the kid sees something stranger still. So eine Vergangenheit zurückblenden. Did anybody else survive? Sure enough, he finds peckers, lunkheads, wallflowers, pincushions, vine apples, swamp weeds, ankle gators. Okay. Mit der na, was wollte ich sagen? Mit der Spezialfähigkeit kann man den locker umnieten, den Typen, dass wenn man nicht im Rücken zu ihm steht.
Man muss dann aufpassen, was man jetzt damit trifft auch. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Saloon. Okay, auf geht's in den Saloon. Kid sets foot inside one of Ceylandia's famous watering holes. Ja, unser Anfangssaloon. He has the nerve to flash the shield he stole. The security's just mad to straight. Ah, das Nachladen dauert ziemlich lange. Kid succeeds where the calamity failed. Would you look at what he did to poor old Rondé the bartender? Jetzt hab ich ihn kaputt gemacht. War's gut? Proper story is supposed to start at the beginning. It's so simple with this one. Jetzt now here's a kid whose whole world's all right. Snoozing there on a rock in the sky. He wakes up. I'm just fooling. Okay, wir sind also wieder total am Anfang. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. He sees what's left of Piff, the bull. The gods, they're all undone. He sees what's left of his lifelong friend. His friend, he's come undone too. Also erleben wir die komplette Story nochmal und hier hätte ich am Anfang wohl noch ein paar Dinge absahnen können, ein paar Kristalle. Hab ich auch nicht getan. He sees what's left. Undone. Okay, wo bin ich hier? Gewöhnlicher Zeltplatz, hier war ich aber noch nicht. Nehmen wir uns mal das Erz. Erz einpacken. Können wir uns Erz nehmen? Okay, man kann ja mal nicht angreifen. Ist das crazy geil. Und so wie es ausschaut, sind wir wieder ganz normal. Ja, sind wir. Der Kern hat uns total wirre gemacht. Der Splitter. Aber jetzt haben wir ihn bei uns. Ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. Bootlickers dig their nasty thorns into his heels. Disgusting things. Okay, mal schauen, wie viele Dinger wir noch ausweichen können. Ever heard of a lung blossom? It's bigger than the stories say.
das dachte ich mir, dass da noch irgendwas kommt. The breath on that thing. The scumbags run a leak. Böse Streuung, ey. Ich hab nicht eine Kugel getroffen. Und jetzt kann man sich mit den Dingern bewegen. They say one whiff of lung blossom. Ach du Heiliger. Ich muss natürlich auch die Kristalle mitnehmen. Eiskalt umgenietet mit einem mit einer Kuh. Da war schon ziemlich robust das Ding. Guck mal, was ich EP dazu bekommen. 20, ob das so viel ist. I don't know. So, gehen wir zurück zum Skyway. Kid never much cared to speak of it. Setzen wir der Bastion wieder einen Splitter auf. Du suchst eine echte Herausforderung, geh zum Schrein und rufe mehr Götzen herbei. Ich suche aber noch keine Herausforderung. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. That's it. Few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. The shard's got enough juice to spruce up any of these places. Wir können uns erstmal ein neues Ding holen. Hier haben wir ein Rettungsrum. Nein, nehmen wir mal das Ding mit. Ich verstehe aber nicht, warum ich hier was Neues bauen kann. Ach, aufwerten? Ist auch nicht schlecht. Na super, jetzt habe ich die super Qual der Wahl, was kann ich upgraden? Na, das erstmal bestimmt nicht. Ups. Okay. Klingt auch erstmal nicht so interessant. Ich glaube, ich werte das hier auf. Schmiede. Die wahre Schmiede gewährt den Zugang zu zwei weiteren Aufwertungsebenen, die das volle Potenzial einer jeden Waffe freisetzen. Können wir uns gleich mal alles durchlesen, was hier so überhaupt zum Upgraden frei ist. Die Ware des Zille gewährt der Zugang zu starken Spirituosen aus dem Privatkeller. Okay, sehr interessant. Das wahre Waffenlager gewährt der Zugang zur Trapperschlinge, einer mächtigen Geheimfertigkeit. Der wahre Schrein gewährt Zugang zu neuen Götzen, die Abbilder der unzugleichsten, unzugänglichsten Gottheiten sind. Mensch, ich kann schon gar nicht mehr lesen. Das wahre Fundbüro gewährt der Zugang zu weiteren Inventargegenständen, einschließlich neuer Spirituosen. Die wahre Gedenkstücke gewährt den Zugang zu einer Reihe neuer Missionen zum Andenken an die Katastrophe. Also Fundbüro oder Waffenlager, das ist natürlich beides sehr nice. Sia, lass mich in Ruhe, lass mich durch, meine ich. Bauen wir aber erstmal das hier auf. Ain't saying much. Neue Aufwertung erhältlich. Ah, wunderschön. Das heißt, wir können da. Oh, geil, wie krass, ey. Haben wir noch was für meine Waffen oder so? Na gut, dann nicht. Da hätte ich vielleicht erstmal vom Büro nehmen sollen. Aber ist ja auch egal. Wir kriegen das sicherlich einfach zusammen. Guck mal, der Leichling möchte böse werden. Das sehe ich ihm doch an. So, und ich würde sagen, wir machen wieder einen kurzen Schnitt und bis zum nächsten Mal. Euer Dark.